Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch Director's Cut Version. Wir sind im Museum, allerdings nicht mehr lange. Wir sind eigentlich schon quasi direkt auf dem Weg zu Nico, denn wir haben mit André gesprochen und ihm gesagt, wo er die Schriftrolle sehen kann, die wir an uns gebracht hatten. Jetzt auf zu Nico, zu ihrer Wohnung, um dort das wunderschöne Kunstwerk genauer zu betrachten und uns die Lösungen zu holen. Hallo, George. Ich habe mit André gesprochen. Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Tja, was wissen wir denn jetzt über Kahn? Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Ah, haben wir schon mal Außerdem hätte gehört er in war einer bis Folge er vorne hätte nicht mal dran. mehr die. Das hilft uns nicht weiter, Ich aber mache mich besser wieder auf die Suche. wichtig war natürlich, dass André da gewesen ist und mit Nico gesprochen hat. Jetzt wird er wahrscheinlich forschen, forschen, forschen. Und das werden wir erstmal auch machen, bei ihm nachforschen, was er schon rausgefunden hat. Mal sehen, was er uns sagen kann. Vielleicht ist auch schon der Dreibein weg. Nein, der ist noch da. Auch genauso wie André. Hi, André. Hallo George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Erzähl von der Sprichrolle, nein, von der Schriftrolle Was meinen Sie natürlich. zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Ja, und jetzt? Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Ah ja. André, erzähl mir bitte was, was ich wissen muss. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott, fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Ah ja, und weiter? Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Perfekt. Das heißt, wir wissen wieder mehr. Ich zeige Ihnen mal den Stein. Was halten Sie hiervon? Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den? Von Professor Pegrams Botenjungen. Pegram? Professor Nigel Pegram? Er ist in Irland, untersucht da eine Templerruine, nicht? Er war, bis er verschwand. Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden? Ja, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte? Oh nein, das wohl weniger. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu diesen Verrückten, die glauben, dass die Templer immer noch existieren. Naja, ich versuche das Ganze möglichst unvoreingenommen zu betrachten. Ja, erzähl uns mehr über Pegram. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer, Juli, glaube ich. Schade, und wiederum bringt es uns nicht weiter, Vielen Dank für Ihre aber Hilfe, André. keine Ursache. wir haben ja noch ein paar andere Anhaltspunkte, die wir abreiten können. Eins davon ist Mofasson.
Da möchte ich jetzt erstmal hin zuckeln und wir könnten vielleicht auch noch nach Spanien fliegen, um dort was rauszufinden. Das wäre auch noch eine Idee. Wow, wer ist das? Ich habe mal eine Liste der stressfreiesten Berufe der Welt gelesen. Polizeiarbeit tauchte darin nicht auf. Aber ganz offensichtlich hat dieser Kerl nicht die gleiche Liste gelesen. Das kann wohl sein. Hallo, Fremder. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Der schaut ein bisschen hypnotisch, oder? Mit den aufgerissenen Augen. Kennen Sie diesen Mann? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Ja, das stimmt. Guter Mann. Was können Sie mir über Ihren starren Blick erzählen? Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Aber beantworten will er sie nicht. Was wissen Sie über die Templer? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Okay. ja. Das hätten wir dann auch machen können. Ansonsten wird er wahrscheinlich nicht sonderlich hilfreich sein. Vielleicht weiß er noch irgendwas Exotisches über Streichhölzer. Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Gut, Mittlerer Osten, aber das hatten wir schon mal gehört. Gut. Vielen Dank für diese Zeitverschwendung. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ja, das glaube ich auch. So, und ich habe meinen Gullihebler, meinen Gullideckelheber nicht mehr. Den habe ich leider in Irland verloren. Sonst hätte ich ihn hier wunderbar einsetzen können. In der Mitte des Platzes ist ein Kanaldeckel. Ich frage mich, ob es unter der Straßenebene noch etwas Wichtiges zu entdecken gibt. Ich glaube ja. Ich kann ihn mit meinen bloßen Händen nicht öffnen. Oh, stimmt, das Ding haben wir ja doch dabei. Ha, dann. Hey, hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg. Na toll, er hat nichts anderes zu tun, außer da zu sitzen und uns Ärger zu machen. So habe ich's gern. Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden zwei Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben. Das war Geschichte. So, wir können da hinten raufklettern. Wir können hier mal versuchen, am Brunnen noch irgendwas zu machen. Nein, hier gibt's nichts zu tun. Wir können aber auch noch kurz hinter die Kirche gehen. Ich glaube, wir gehen erstmal hinter die Kirche. Ach, da geht's rein. Ha. Dann vielleicht erstmal hier den Platz hoch. Und da geht's auch rein. Ah, wir können gar nicht hinter die Kirche. Wer hätte das gedacht? Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich stelle mir all die Leute vor, die im Laufe der Jahrzehnte dort gesessen haben. All diese Pariser Hinterteile, die festen Pobacken der jungen Damen, das schwabbelige Fleisch der alten Männer. Das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich geistig lieber zurück zu den jungen Damen. Wow! George, du bist echt komisch. Im Sinne von witzig, nicht von seltsam. Nur falls irgendjemand sich die Frage stellt.
Ja, was haben wir da? Ein paar Sachen, die wir uns anschauen können. Ich hoffe, da ist noch was Sinnvolles dabei. Erstmal schauen wir nach diesem Grab. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ja, das kann sein. Fenster. Irgendwie sieht es moderner aus als das daneben. Das stimmt. Es ist, vor allem ist es kein Mosaik. Also so Glasscheiben zusammengebracht, um ein Bild zu ergeben, sondern eher, ja, schlicht. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Käsekästchen kenne ich nicht. Was sehen wir jetzt da? Die Schriftrolle in der Hand oder? Ja, scheinbar. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Ja, Spanien. Das ist vielleicht der nächste Hinweis. Wir müssen nach Spanien. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Ein Haarriss. Der bringt uns aber nichts, weil wir können nichts irgendwie einen Abdruck da. Doch, naja, bedingt könnten wir einen Abdruck davon machen. Wir haben Gips, aber wir haben nicht die Möglichkeit, den Gips nass zu machen. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Tja, aber was und wie und warum? Sehe ich, dass die Zierlinien, die auf der Rolle eingraviert sind, in Wirklichkeit Schriftzeichen darstellen. Per disciplinam meam lux videbis. Das klingt mir aber ziemlich vertraut. Ja, das klingt irgendwie nach der Schriftrolle, die wir auch so haben. Irgendwas von wegen Weg und Licht, ne? Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am Ende des Ja. Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Kann ich das Ding irgendwie abkloppen? So, versuchen wir es mal abzukloppen. Nein, das geht nicht. Mit dem Blutdruckgerät geht's auch nicht. Ich will das Ding haben. Leute, ich will's haben. Nein. Mit der Nase. Nein, es geht mit Sicherheit nicht, aber gut. Hast gewonnen, George. Ich probiere was anderes. Schau mich erstmal ein bisschen um. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Glaube ich auch. Gut. Der andere Ritter, was hat der bei Ein sich? steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Noch ein Im Fenster. Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlicht aus. Das stimmt. Ah, es hilft mir nichts. Ich möchte irgendwie dieses Ding abbrechen und mitnehmen. Oder hier die Schriftrolle. Per disciplinam meam lux videbis. Lux ist Licht. Ein Stück eines Bleiglasfensters. Wow, auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen anschaut, war wohl doch etwas optimistisch, schätze ich. Nein, ich glaube nicht, denn das Fenster haben wir uns jetzt genau angeschaut. Per disciplinam meam lux videbis. Durch dieses die Schriftrolle. Und wir sehen Ein ganz Stück genau ihn eines hier. Bleiglasfensters. Wow, auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen Er anschaut, zeigt nach unten. war wohl Seht ihr doch es? etwas optimistisch, schätze ich. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Er zeigt geradewegs nach unten. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Das heißt, da müssen wir nochmal auf die Schriftrolle schauen, die Nico beherbergt. Und wenn wir das machen, ist vielleicht er hier der wichtige Kandidat, weil er zeigt nach unten auf ihn. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Ja, zur Decke gerichtet. Naja, gut, das hilft uns jetzt nicht weiter, wenn er zur Decke schaut.
Ich habe gehofft, dass hier vielleicht noch ein Priester rumläuft, der uns was sagen kann, aber nein. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Nicht so gut, George, nicht so gut. Denn wir haben genau das Richtige gemacht. Wir haben durch diese Schriftrolle geschaut, haben ihn gesehen, er zeigt nach unten. Das bedeutet, meiner Meinung nach, die Antwort, die wir suchen, liegt unterhalb der Kirche, der Kathedrale. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt. Ich stelle mir all die Leute, all ja, diese, die Fische, das kennen wir. Ich wollte mich eigentlich reinsetzen. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. In der Hoffnung, dass er was sieht, was er vorher nicht sehen konnte oder wollte. Aber ich komme hier nicht weiter. Ich muss vermutlich nochmal die Schriftrolle sehen, die Nico bei sich hat. Ja, da gehe ich wieder hoch zur Kirche. Nur nochmal zum Testen. Ja, wir kommen nicht hinter die Kirche, sondern nur in die Kirche. Vielleicht kann ich noch ganz schnell den Polizisten verscheuchen, beziehungsweise ich muss an der Polizei vorbeischauen und ihn abberufen lassen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hallo, Monsieur. Irgendwie bin ich so ein bisschen aus der Fahrt, was das Ganze angeht. Ich komme nicht wirklich voran. Jedenfalls nicht so schnell wie die ganzen Folgen vorne dran. Das ist leider irgendwie schade. Nee, wir können ihn nichts weiter fragen. Wir können ihm nicht sagen, gehen Sie irgendwo hin. Hand geben wird er mir auch nicht, oder? Möchten Sie mir vielleicht die Hand? Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. Ja, okay. Lassen wir das. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ja, das glaube ich dir. Maufasson, Polizei oder Nico. Polizei oder Nico, das sind die großen Fragen. Ich würde sagen, Nico. Hallo, George. Mit ihr können wir dann noch die ein oder andere Sache durchsprechen. Zum Beispiel André. Ist da etwas zwischen dir und Lobineau? Was geht dich das an? Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber... Lass mich in Ruhe. Na gut. Lass uns nochmal auf dieses Ding schauen. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Wichtig ist dieser Teil mit der Weisheitskugel und dem Text. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Ja, wir haben durch die Lehre die Schriftrolle geschaut und haben das Licht gesehen. Das heißt, wir haben den Typen gesehen, der nach unten zeigt. Und natürlich so nach... Von uns aus gesehen links oben, also für seine Hand, die nach seine rechte Hand, die nach oben zeigte, aber seine linke Hand zeigte mit Zeigefinger nach unten. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Ja. Also gut, den Teil haben wir fast erfüllt. Wir haben Dreibein gefunden und den Kristall. Den Teil wissen wir, wo wir finden. Bei der Kathedrale. Dazu habe ich noch gar keinen Hinweis gefunden. Und das hier müsste Mittlerer Osten sein. Nahe Osten, wie auch immer. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Denn das hat mit dem mit Streichholzpäckchen zu tun. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Es hilft nicht weiter. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Wir könnten natürlich auch versuchen, ins Ausland zu kommen. Und Spanien besuchen. Jawohl! Irland ist nicht mehr drin, aber wir können auch Spanien. Ich glaube, das ist sogar eine gute Idee, wenn wir nach Spanien fliegen. Denn dort ist der nächste Hinweis wahrscheinlich begraben. Tja, und wir haben das Anwesen der Ritterfamilie, der ehemaligen Ritterfamilie, entdeckt. Ah, der Gärtner. Der Gärtner ist immer der Schuldige.
wenn es nicht gerade der Butler war. So heißt es zumindest in manchen Kriminalfilmen und Büchern. Egal. lasst mich kurz nachdenken. Ich glaube, ich werde längere Zeit nachdenken und meine Gedanken werde ich mit euch in der nächsten Folge besprechen und ausleben. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.